Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Christina Kreuzwieser. Ich bin Theologin und Philologin und ich unterrichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der JGU Mainz die alten Sprachen. Jemand wollte wissen, welche Antworten gibt es auf die Theodizee-Frage, und dem möchte ich in den folgenden Minuten ein bisschen nachspüren. Ja, wie lautet die Theodizee-Frage eigentlich? Wie lässt sich ein allmächtiger und vollkommen guter Gott angesichts der Übel und des Leidens auf der Welt rechtfertigen? Weil nehmen wir an, er ist allmächtig, will aber die Leiden nicht verhindern, ja, dann ist er nicht gut. Nehmen wir an, er ist vollkommen gut, kann aber das Übel nicht verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Die Frage selbst ist äußerst komplex, weil sie ihrerseits eine Vielzahl an Fragen beinhaltet. Man kann sich zum Beispiel mal überlegen, wie man überhaupt Übel und Leiden definieren könnte. Oder was man unter der Allmacht und Güte Gottes versteht. Oder auch, können wir überhaupt irgendwas über Gott aussagen? Ist unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit nicht begrenzt? Oder kann man überhaupt so fragen, ist die Frage sinnvoll? Und so weiter und so fort. Wichtig für die Beantwortung dieser Frage ist, meines Erachtens zumindest, in welcher Situation ich mich damit befasse. Nehmen wir an, ich sitze am Schreibtisch und befasse mich rein theoretisch, zum Beispiel im Rahmen eines Aufsatzes mit der Theodizee-Frage, dann werde ich mir vielleicht überlegen, sind meine Argumente schlüssig, bauen die einzelnen Kapitel sinnvoll aufeinander auf, ist ein roter Faden erkennbar und so weiter. Nehmen wir aber mal an, ein Freund leidet massiv und ich möchte ihn trösten, ja, werde ich dann meine Argumente, die ich da in einem Aufsatz am Schreibtisch entwickelt habe, vorlesen? Vielleicht kommen die mir in der Situation schal vor und ich werde die Frage nach dem Leiden anders beantworten. Und auch wenn ich selber komplett am Boden bin und nicht mehr weiter weiß, welche Antwort würde ich mir dann eigentlich wünschen? Lese ich dann einen Aufsatz? Ja. Gucken wir mal weiter ins Buch Hiob. Ich finde, es ist ein ganz spannendes Buch, weil da im Rahmen einer Erzählung der Versuch unternommen wird, eine Antwort auf die Frage zu entwickeln. Also hier haben wir Hiob rechts ohne Kleider sitzen, links daneben sind seine drei Freunde. Der Erzähler, der präsentiert Hiob als wirklich vorbildlichen Gläubigen. Er hat keine Schuld auf sich geladen, keine Sünde begangen und dennoch lässt Gott zu, dass Hiob alles verliert. Also seinen materiellen Besitz, dann seine Familie, seine Kinder und schließlich auch noch seine Gesundheit. Seine drei Freunde, die meinen es gut mit ihm, kommen aus der Ferne angereist. Bei ihnen handelt es sich um wirklich gute Theologen mit traditionellen biblischen Argumenten. Also die kennen sich wirklich gut aus in der Schrift und haben auch zur Leidensproblematik einiges zu sagen. Was sagen sie zu ihm? Beispielsweise, ja, vielleicht hast du, lieber Hiob, ja doch unbewusst möglicherweise gesündigt und Gott straft dich jetzt. Also da steht der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang im Hintergrund, der sehr häufig in den biblischen Büchern begegnet. Oder auch die Annahme, dass Gott viel zu erhaben sei, als dass wir Menschen sein Handeln durchschauen könnten. Weiterhin fordern sie Hiob auf, Gottes Gerechtigkeit und Allmacht anzuerkennen und sich folglich in sein Leiden demütig zu fügen. Ja, wie wirken diese Argumente auf Hiob? Zunächst einmal hält er daran fest, dass er tatsächlich nichts falsch gemacht habe und das wurde dem Leser ja auch schon vom Erzähler gesagt. Also daran gibt es wirklich nichts zu rütteln. Hiob ist an seinem Leiden nicht selber schuld. Aber die Argumente der Freunde können ihn einfach nicht überzeugen. Er setzt sich ganz intensiv mit diesen Argumenten auseinander. Die diskutieren wirklich intensiv miteinander, aber
die Argumente helfen hier nicht, ganz im Gegenteil. Es kommt im Verlauf des Buches zur Entfremdung zwischen Hiob und seinen Freunden. Ja, letztendlich wird Gott für Hiob immer unverständlicher und er ist wirklich vollkommen ratlos. Schauen wir mal an, welche Methode die Freunde eigentlich anwenden, um Hiob zu helfen. Sie behaupten ja, etwas Wahres über Gott zu wissen und wollen dann eben Hiob durch Belehrungen und Erklärungen überzeugen. Wir haben gerade gesehen, dass das nicht funktioniert, also das stößt sich wirklich so ab, hat nur zur Folge, dass Hiobs Glaube und sein Gottesbild allmählich zerbrechen. Und ja, vielleicht ist auch das wirklich nötig, dass die Bilder Gottes, die wir uns ja immer machen und die wir natürlich auch in die Theodizee-Frage reintragen, vielleicht zerbrechen, sodass Raum für etwas ganz Neues entstehen kann. In der Forschung wird bisweilen gesagt, dass das Hiob-Buch überhaupt gar keine Antwort auf die Leidensfrage entwickelt. Aber gibt auch andere Stimmen, die sagen, doch, es gibt eine Antwort, nur wird die eben nicht auf der Ebene der rationalen Argumente, wie sie die Freunde eben anwenden, generiert. Werfen wir mal einen Blick darauf. Dieser neue Raum, der sich da eröffnet, ist ein Raum der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung. Am Ende des Buches macht eben Hiob diese Gotteserfahrung selbst. Also es wird nicht mehr über Gott geredet, sondern Hiob redet mit Gott selbst. Und dadurch wandelt sich auch sein Blick auf seine Situation und auf sein Leiden. Also es wird nicht gesagt, Hiob, du leidest aus dem Grund X, Y oder Z. Einfach nur diese Gottesbegegnung führt zu einem Wandel seiner Sichtweise, einfach weil er die Wahrheit selbst erfährt. Und die Frage nach dem Leiden wird also nicht auf der Ebene einer Aussagenlogik beantwortet, wie die Freunde das versuchen, sondern auf einer existenziellen Ebene der Begegnung und Erfahrung. Und worauf ich abschließend eben auch nochmal hinweisen möchte, ist, dass im Buch Hiob biblische Erklärungsmuster einem kritischen Blick unterzogen werden. Also die Freunde führen die ganze Zeit biblische Erklärungsmuster an, die aber nicht mehr zu tragen scheinen. Und ich finde, das ist auch eine ganz große Stärke der Bibel insgesamt, dass sie eben kein Rezeptbuch so aus einem Guss ist, dass man nur an irgendeiner Stelle aufschlagen müsste, um eine fertige Antwort zu erhalten. Ganz im Gegenteil, die Bibel regt zum Fragen an, indem sie eben mit sich selbst ins Gespräch einsteigt. Gut, ich glaube, von hier aus lässt sich an vielen Punkten anknüpfen. Die Fäden lassen sich weiterspinnen, weiterfragen. Und da wünsche ich Ihnen eine konstruktive Diskussion. Auf Wiedersehen.